Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BeamNG. Wir sind mal wieder auf der XXL Sprungschanze und werden heute richtig krasse Autos testen. Ich weiß nicht, wie dieser Wagen heißt. Ich weiß nur, jetzt geben wir mal richtig Gas. 270 km/h. Oh, der geht. Direkt der erste Wagen. Über 400. Alter, wie gut der gelandet ist. Alles klar. Vor allen Dingen werden wir heute auch den Volante testen. Den habt ihr mir schon ein paar Mal empfohlen. Der hat wohl irgendwie ein paar tausend PS. So, ich werde den hier nochmal kurz testen. Und zwar, ich habe eben nicht die ganze Zeit durchgedrückt, weil ich noch ein bisschen mit der Anmoderation beschäftigt war. Oh ja. Knackt easy die 300. Und der fliegt. Ja. Diesmal knapp unter 500. Kleiner Sprung. Okay. Eingeparkt. So, jetzt schauen wir doch mal nach diesem Volante. Ah, der heißt Volante. Ich habe hier zwei. Soundbreaker. Ich nehme mal hier Racing. Noch eine wichtige Info, Leute. Seit heute 11 Uhr kann man diesen süßen Fratz vorbestellen. Mini Edgar. Der hat so einen kleinen Sattel für zum Beispiel Mini-Paluten am Start. Den kann man auch abnehmen. Zudem hat er einen kleinen süßen Ringelschwanz. Und man kann die Augenbrauen bewegen. Mal ist er ganz sauer oder ein bisschen ängstlich. Oder er guckt ganz normal. Also falls ihr diesen süßen Fratz haben wollt, schaut gerne auf paluten.shop vorbei. Und jetzt wird geballert. Uah. Was geht mit dem Lenkrad ab? Yo, 300 km/h. 300, 400. Das gibt's nicht. Alter, was? Alter. Was ist jetzt passiert? Instabilität. Warte mal. Guck mal, ich habe das hier unten, dieses N2O. Das habe ich nicht mal aktiviert. Hier mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Alter, Junge. Ich muss dieses Lenkrad richtig festhalten, sonst rastet der aus. Das waren, glaube ich, 420. Schaffen wir es, direkt ins Wasser zu fliegen? Ha, knapp. Also mit... Okay. Mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Warte mal, ich fahre mal hier... zurück. Bisschen mehr Geschwindigkeit. Und jetzt direkt. Ah, da sind wir geflogen. Aber vielleicht schaffen wir das. Ja, es waren 415. Komm. Nee. Mit der Version schaffen wir es nicht. Aber da waren doch auch noch andere. Alter, aua. Ah. Ey, das tut richtig weh. Ich bin halt mit meiner Brust gerade drauf. Ah. Was bist du jetzt? Ah, was ist das denn? Wir nehmen erstmal diesen Rev Limiter. Okay, und was ist an dem jetzt anders? Ich aktiviere das. So, und... ja, kurz was kaputt gegangen. Alter, 400. 400. Was? Aua! Boah. Spiel gecrashed. Alter, was ist das für ein Auto? Jetzt mal ohne Witz. So, ganz langsam losfahren. Dass wir hier so ein bisschen... ja, sehr gut. Nicht außer Kontrolle geraten. Jawohl. Ja, das, da geht auf jeden Fall mehr. Alter, was ist mit den Reifen los? Sind die größer geworden? Kurz mal unter das Dach. Alter, mit dem ist so viel mehr möglich. Ich muss den halt nur... ja, das ist das Problem. Ich schaff das. Ich habe auch das Gefühl, dass der ist doch gerade nicht Allrad. Jetzt können wir latschen. Jetzt können wir drauf latschen. Ja, leichte Kollision mit der Wand. Oh. Gecrashed. Okay, warte mal. Testen wir die anderen aus. Also, ob der jetzt krasser ist. Oh ja. Oh, das ist besser. Das ist besser. 400. Wir kommen immer so ganz knapp da dran. Boah, was ist denn jetzt los bei dir? Aua. Ja, alles gut. Ist in Ordnung. Ja. Boah, mir wird ein bisschen schlecht. Eingeparkt. Ja, danke. Na komm, ich will die 500, Mann. Der bricht immer wieder aus. Es muss doch möglich sein, den auf 500 km/h zu beschleunigen. Also 450 gehen? Wir kommen. Ja, was? Sprung. Also das Ding
mit den Raketen, weil wir haben ja hier auch die Möglichkeit, genau, diese Rockets dran zu bauen. Okay, ich mache alles an. Oh Gott, oh ja, alle, ja, oh, okay, alles, ah, okay, okay. Ja, ganz ruhig, Brudi, ganz ruhig, ist in Ordnung. Okay, die sollten wir vielleicht später aktivieren. Jetzt erstmal hier. Also wenn ich mit dem jetzt nicht die 500 km/h knacke, dann bin ich einfach enttäuscht. So, oh, let's go, 600! Alter, das ist absolut geisteskrank. Weil man beschleunigt erst hier und wenn man dann auf einer bestimmten Geschwindigkeit ist, dann kickt auch noch dieser Turbo rein, die Raketen. 600, das waren 600. Habt ihr gesehen, wie, bei was das gestoppt hat? Das waren irgendwas mit 600, ne? Komm, jetzt noch mal einer. Alle guten Dinge sind drei. Jetzt kickt der Turbo! Krass, das waren 670, wenn mich nicht alles täuscht. Glaubt ihr, wir schaffen auch 700? Wenn ich am Anfang richtig gut Gas gebe? Ah, da, das ist, da war schon wieder quer. Er muss gerade. Oh, yes, 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 yes. Nein, der, die Wand war das Problem. Man darf zu keiner Sekunde zu sehr nach links oder rechts. Dann hast du einfach verloren. Oh, das war jetzt gut. Ja, okay. Komm schon, Junge, mach es. Jetzt, guter Start. Guter Start. Jetzt rein da, rein da, rein da, rein da. Nicht zu sehr. Ich will doch da nur eine 7 sehen. Konzentration, Konzentration. Ich muss ihn eigentlich von Anfang an unter Kontrolle haben. Jetzt zünden. Da waren 600er. Boah, aber der geht weit. Das muss doch bis dato unser Rekord sein. Guck mal, hier steht sogar 707. Ja, aber halt nicht auf der... Warte mal, was haben wir da noch? Alter, als Polizeiauto? Alter, als Polizeiauto sieht der ganz geil aus. Warte mal, Elektrik. Lichtleiste. Komm, mach an. Ah, jawoll. Ja, ich glaube damit, also... Damit entkommt mir niemand. Oh, der geht aber gut. Guck mal, das waren jetzt ganz easy 500 km/h. Und der fliegt so gut. Oh, wir wären... Das müll ich nochmal. Mit dem kann ich direkt im Wasser landen. Bleiben Sie stehen! Verbrechen lohnt sich nicht! So, jetzt gerade, 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 gerader Sprung. Nach links, nach links, nach links. Schön ins Wasser, ins Wasser, ins... Ja, fast ins Wasser. Nee, ich will dich im Wasser landen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Mittig. Mittig. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das ist der Treffer. Ja, guck mal, wo die Räder sind, Mann. Den hat's ja komplett wie so eine Stulle. Als hätte man so eine Stulle zusammengeklappt. Was ist ein Fidget Spinner? Oh! Auch überhaupt nicht übertrieben. Ist jetzt auch gut, warte. So können wir fahren. Wir fahren ganz normal. Und los, Fidget Spinner! Oh, oh Gott. Uff, uff. Oh ja, da hat das Spiel aufgegeben. Oh, warte mal. Ich hab, glaube ich, eine Idee. Wir nehmen mal den Wagen. Nee, warte. Wir nehmen den Ram Plow. Oh ja. Fahrzeuge. Oh ja. Ja. Zack. Speichern den. Und wenn ich jetzt alles richtig mache, werde ich den jetzt in der Mitte durchtrennen. Na komm. Na komm. Alter! Habt ihr das gerade gesehen? Junge, wo ist das Auto? Das ist ja in 20.000... Warte mal. Man kann doch... Wie bei dem Spiel kann man doch eine Slow-Mo machen. Wie geht diese Slow-Mo? Zeitlupe. Alt und Left. Okay, 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 okay. Alles easy. Da. Okay. Jetzt können wir Gas geben. Jetzt können wir uns das richtig schön gleich in Slow-Mo angucken. Okay. Jetzt sind wir richtig in der Slow-Mo. Die Frage ist, ob ich den dadurch noch richtig steuern kann oder ob das nicht schon zu spät ist. Ich muss jetzt ja hier ganz gut einlenken. Doch, 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 nee, den treffe ich noch richtig gut. Na komm, ich lenk komplett ein nach links und... Alter, guckt euch das mal an. Da würde in der Mitte zerfetzt. Alter, da die Hinterreifen, tschüss Motor. Wir müssen hier einmal ganz kurz durch.
Ah, das ist schon cool. Zack, und jetzt ist wieder ein normaler Speed. Ja, sagen wir es mal so, der Wagen ist ziemlich krank. So Leute, Mini-Edgar beendet heute die Folge. Hey Leute, das war's. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Oh Gott, so klingt doch nicht Edgar. Ja, sorry. Schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung vorbei für diesen kleinen süßen Fratz. Oder guckt einfach auf paluten.shop. Oder wünsche ich euch allen noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.